Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer erneuten Runde Call of Duty World War 2. Ich heute mal ausnahmsweise mit Headset und in frei für alle, normalerweise ja gar nicht so unterwegs, aber ich weiß auch noch nicht, ob ich diese erste Runde jetzt hier gerade nehme. Ich habe auf jeden Fall vor, sie zu benutzen, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich habe mich noch nicht eingespielt oder irgendwas und ich will im Idealfall was Vernünftiges zeigen. Vielleicht kann ich aber auch ein bisschen was zusammen einfach. Ich spiele letzter relativ viel World War 2, einfach aufgrund dessen, dass man in frei für alle ganz gut Spaß haben kann, wenn man ein Headset hat. Und ich habe das hier von Sennheiser auf dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, welches so genau ist. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann kann ich das bestimmt nochmal für euch rausfinden. Ich habe sogar schon prestiged in World War 2. Das letzte Mal, dass ich in irgendeinem Call of Duty prestiged habe, war tatsächlich in Modern Warfare 3. Da habe ich mir auch alle 10 Prestiges gegönnt. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall... Oh, Aim-Probleme hier. Na, wo kommt er? Da ist er. Und von der anderen Seite kommt einer. Beziehungsweise steht da hinten drin. Ich bin in frei für alle, muss ich sagen, mittlerweile gar nicht so schlecht. Ich habe zwar die Bar zurücksetzen müssen, sodass ich halt eben die ganzen Perks nicht auf Pro habe, beziehungsweise ich habe die Fähigkeit nicht auf Pro. Die Division. Aber mittlerweile kann ich mich Gott sei Dank wieder schnell im Iron Sight bewegen. Granate geworfen. Ah, kriege ich noch. Frage ist, kriege ich den nächsten auch? Der steht da hinten. Nee, den kriege ich nicht. Schade. Kurz vor dem Jagdpiloten, aber einen Molly habe ich noch. Mal sehen, ob ich damit irgendwas anfangen kann. Grundsätzlich ist es bei mir so, ich patrouilliere extrem in frei für alle. Das heißt, ich suche mir einen Spot und diesen Spot, den nehme ich mir dann. Und das ist dann mein Spot und dann kommt da auch kein anderer hin. So, Drohne ist weg. Oh, da hinten steht einer. Ja, die Frage ist nur, wo der langkommt. Werfen wir mal die Molly darüber. Damit er irritiert ist, falls er mit Headset spielt. Und dann holen wir uns ihn hier. Ah, oder auch nicht. Ich dachte, das wäre gut gemacht gewesen. Ah, leider nicht. Oh Gott, Alter, was für ein Aim. Das kannst du auch keinem zeigen. Wie gesagt, ich bin noch nicht eingespielt. Auch wenn der Anfang echt vielversprechend war. Ich halte mittlerweile meine 1,34er KD. Also ich habe oft Runden, die wirklich vernünftig sind, frei für alle technisch. Also sowas wie beispielsweise 30-8, 30-10, 30-11. Sowas in der Richtung, teilweise auch 30-2. Aber ich bin immer noch nicht auf dem Level, in dem ich in MW3 war, was halt echt nicht schlecht war. Einfach aufgrund dessen, dass ich lange, lange, lange nicht mehr gespielt habe. Und ich komme mit Team Deathmatch und so auch immer noch nicht klar. Sondern lediglich... Oh, hat noch geklappt. Sondern lediglich mit frei für alle. Hätte ich vielleicht mal schießen sollen, anstatt zweimal zu panic-knifen. Ich habe auch dummerweise, das ist das große Problem, beziehungsweise das ist mein Hauptproblem. Ich habe noch nicht mein Perk. Mein Perk ist nämlich Meisterschütze. Ich liebe, also was heißt Meisterschütze? Weitsicht heißt das ja hier. Und ich liebe das übertrieben. Hab's aber halt noch nicht und dementsprechend bin ich noch nicht optimal für mein Frei für alle gerüstet. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich eine Lieblingsmap. Das war lange nicht so. Aber ich finde Flag Tower wirklich ziemlich, ziemlich geil. Und deswegen würde ich das schon sagen als meine Lieblingsmap. So, das ist jetzt schlecht, aber da läuft er. Munition habe ich noch genug. Ich kann euch übrigens gleich die Klasse mal zeigen, wenn ihr möchtet. Ich habe die Bar, also ich spiele die Bar mit Extended Max, mit dem Linsenvisier und ich glaube Griff. Oh, diese dämliche... Das ist eigentlich ganz geil, diese Division, die ist da... Ne, Quatsch, nicht Division, dieses Perk, was es da gibt. Ne, ist eine Division, Widerstandsdivision. Das ist eigentlich ganz gut, weil man gerade in Frei für alle halt immer die Leute sieht, die das eben haben. Aber andererseits ist es auch noch nervig, weil die meistens auf einen losstürmen. Wie die Verrückten. Ah, war ein bisschen unvorsichtig, aber Score ist okay bisher. Hauen wir mal den Jagdpiloten raus? Ne, holen wir nicht. Weil hier irgendwo einer mit Widerstandsdivision ist. Da hinten. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob da hinten. Aber da ist auf jeden Fall einer. Da ist er. Ja, war schlecht gemacht. Was für ein Spawn. Was für ein Spawn, aber was für eine Reaktion auch. So, wollen wir mal.
Komm! Na. Ich muss auch sagen, ich bleib dabei, dass die Streaks viel zu hoch angesetzt sind. Also wenn ich denke, dass ich 5 Kills für eine Drohne brauche. Ich weiß nicht, warum man 5 Kills mal für eine Drohne gebraucht hat. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das schon mal irgendwo so war. Jawohl, da passt die Semtex doch. Aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Hab die letzten Call of Duties aber halt auch nicht so exzessiv gespielt. Das war wieder ein bitterer Tod. Ah. Ja, kriegen wir den? Ne, kriegen wir nicht. Ich bin auch blind. Irgendwo steht hier einer, ja. Die Runde könnten wir trotzdem gewinnen. Teilweise droppt die so schnell, teilweise droppt die so langsam. Ja, 25. Habe auch, glaube ich, 5 Kills Vorsprung. 4. Die Sache ist halt, normalerweise ist hier ganz gut Action, wie wir hier sehen, aber... Teilweise halten sie sich zurück. Kommt der jetzt hier lang? Ne. Da ist er. Oh, kriege ich trotzdem noch. Glück gehabt. Mein großes Problem ist, erstens, ich habe keinen Scuff. Und zweitens, ich bin nicht in der Lage zu dropshotten. Und zwar absolut nicht. Bin ich einfach zu doof für, weiß nicht. Mein Vorsprung schmilzt leider ein bisschen. Widerstandsdivision. Ja, ein Kill brauchen wir noch. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Drohne ist noch da. Komm her. Jawohl, da sind wir doch da. 30 zu 10. Ich denke mal, das kann man sehr gut mitnehmen. War doch ein knackiges Ründchen. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Zweiter hatte 29 Kills, also war auch knapp. Der BenJ97 war nah dran, aber im Endeffekt hat er halt echt einen Multi gemacht. Alter Schwede, nicht schlecht. Aber der Sieg geht trotzdem an mich und das ist sehr, sehr schön. Das war der erste Versuch. Ich wollte eigentlich gar nicht aufnehmen. Ich habe gerade nur die Kopfhörer schon aufgehabt. Da dachte ich mir, warum nicht? Ich weiß, sieht übrigens dulli aus mit dem Mikrofon hier, aber kann man da nichts machen. Ich denke mal, dafür, dass es Dennis Forrest war, vor allem die Map hasse ich eigentlich. Ziemlich, ziemlich schöne Runde. Und das war's dann von diesem Video. War jetzt relativ kurz, die Geschichte. Aber, ja, kann man doch so mitnehmen. So, wir sind erster Verlierer. Eigentlich nicht, sondern erster Gewinner. Machen wir noch eine zweite Runde? Machen wir noch eine zweite Runde. Aber wir machen irgendwelche Aufträge. So, 30 Abschüsse, während sie in der Widerstandsdivision sind. Dafür gibt es eine Widerstandsvorratlieferung, die ich persönlich kacke finde, weil, keine Ahnung. Versuchen wir aber mal. Das heißt, ich muss ein Frei für alle gewinnen. Definitiv sogar, weil ich halt nur Frei für alle momentan spiele. Aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, wir machen das dann sogar mal... Wir machen das nicht mit der Pistole. Die Klasse heißt übrigens Need Me, aus dem einfachen Grund. Ich denke, es sollte eigentlich klar sein, warum die so heißt. Einfach, weil ich sie brauche. Um teilweise die Sachen zu machen. Oh, Weitblick habe ich freigeschaltet, sehr schön. Ist natürlich schade, dass ich die jetzt nicht benutzen kann, weil ich halt eben Widerstand spiele. Aber Flag Tower könnte interessant werden, wenn es Flag Tower wird. Also ich glaube nicht, dass ich das gewinnen werde, weil mit Widerstand... Auch wenn ich da jetzt mit der Stand spiele. Ah, mal schauen. Aber Ziel ist auf jeden Fall... Ja, ich muss halt 30 Kills machen. Ja, das ist das Ziel. Aber mal sehen, was schaffen. Es wird auf jeden Fall gecuttet. Oh, perfekt. Ich spawne sogar genau da, wo ich spawnen muss, um das Ding theoretisch zu gewinnen. Ich habe noch nie mit der Stand mit Rotpunkt gespielt, aber mal sehen. Grundsätzlich ist dieser Bereich hier ideal zum Patrouillieren. Einfach immer in die Richtung und in die Richtung. Na gut, in der Mitte können sie halt auch kommen, aber... Zwischenzeitlich war das hier immer mein absoluter Lieblingsspot. Einfach weil man hier wunderschön hin und her laufen kann und immer irgendwer da ist. Hier zum Beispiel gerade. Drei. Frage ist, kommt jetzt von hier einer? Vier. Oh, aber knapp. Nein! Ach, den muss ich doch holen. Wäre Nummer 5 gewesen. Aber vielleicht kommt es jetzt, weil ich den hier doch noch wegholen kann. Nee. Ich hasse Esmin. In Frei für alle sind die noch schlimmer als in anderen Modi. So.
Das ist halt echt bitter. Auf der anderen Seite spawne ich auch nicht gerne allgemein, weil von da, da ist das Spawn-System so beschissen. Allgemein ist das Spawn-System mit Frei für alle komplett beschissen. Gott, war das schlecht. Ah, okay. Kill Nummer 6 geholt, aber natürlich auch gecampt, wieso? Sehr schön, Double Kill. Komm ich noch weg? Ich komm noch weg. Hinlegen, warten. Ja, von beiden Seiten natürlich. Digga. Was war das für ein Tod? Aber wo saß der überhaupt? Saß der hier? Da oben? Nein. Ah, er sitzt da in der Ecke. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Oder dieses Battle gewinnen konnte. Aber habe ich gewonnen. Jetzt schnell weg, bevor der jetzt kommt. Auf den habe ich nämlich gar keine Lust. Esmin, ne? Esmin. Das ist unglaublich. Natürlich nur einen Hitmarker bekommen da, aber hier den Kill geholt. Boah, der mit seinem scheiß Bazooka-Ding. Haha, und ich habe kein Sturmgewehr. 80% Kreuzfeuer sind, glaube ich, das ekelhafteste, was man überhaupt bekommen kann. Weil man weiß, eigentlich hatte man den Kill. So. Oh Gott, Alter, die campen aber auch so hart. Guckt euch diesen Penner an da hinten drin. Das ist unglaublich, wie man so campen kann. Das macht doch keinen Spaß, so zu spielen. Ja, mit seiner Bazooka ist auch ein ganz großer. Gut, den holen wir weg diesmal aus der Ecke. Kurz regenerieren. Ja, okay. Ach, man darf nicht mal eben kurz regenerieren. Das Ding ist auf dieser Map... Oh nein! Auf dieser Map kann man, wie ihr gerade auch wieder eindrucksvoll bewiesen bekommen habt, absolut nicht soundtouren. Einfach weil die so laut ist. So, den holen wir wieder weg. Den scheiß Camper. Jetzt muss ich aber selber kurz campen. Weil regenerieren. Kommt von links einer. Ich höre leider gar nichts. Bleib stehen. Die Stan killt auch leider Gottes nicht so schnell. Aber ich glaube, das ist die beste Runde, die ich jemals mit der gespielt habe. Bin jetzt eins vor Drohne. Aber der Kerl sitzt da hinten schon wieder, wie der letzte Sack. Was war das für ein Spawn? Eieiei, Gott sei Dank habe ich irgendwie noch gecheckt, dass der da ist. Guck mal, der sitzt da oben. Oh, und ich krieg den nicht. Jetzt habe ich ihn. Oh, da ist einer hinter mir. Das ist halt eine richtig ekelhafte Runde. Wie kann man so ekelhaft sein? Wie kann man so spielen? Das ist so widerlich.
Oh, und auch der sitzt da nur rum. Das ist genau der gleiche Camper. Albert irgendwas. Natürlich, ich mache den Kill, aber ich kriege natürlich trotzdem die Bombe ab. So, oh, jetzt laggt es hier. Nicht laggen jetzt. Ein Kill, komm, einen brauche ich noch. Einen einzigen noch. Jawohl, da ist der Sieg. Da haben wir die 30 Kills mit der Division. Perfekt. Richtig, richtig gutes Video. War jetzt ein 30-20. Das war wieder eine schwierigere Runde. Aber nichtsdestotrotz kann man das auf jeden Fall so machen. Den habe ich geholt und glaube ich den nächsten auch sogar noch, ne? Der jetzt gleich da rechts kommt. Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Kann man auch trotzdem so machen. Auch wenn ich jetzt nur noch Siebter bin oder so. Aber ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, dass die 30 Kills jetzt zählen. Weiß ich nicht genau. Aber wir haben auf jeden Fall noch die Division, die Vorratslieferung. Und dann sehen wir uns gleich. Zack, da haben wir direkt im ersten Spiel. Ist doch herrlich, oder? So, und jetzt gehe ich sogar noch mal kurz ins Hauptquartier, weil ich habe in letzter Zeit so schlechte Vorratslieferungen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal eine vernünftige Vorratslieferung hatte mit einer seltenen Karte. Also nicht selten, sondern legendär. So ewig. Ewigkeiten, ja. Wirklich. Video wird jetzt ein bisschen länger. Ich denke mal so 15, 16 Minuten. 17 vielleicht. Aber sollte ja nicht schlimm sein grundsätzlich. Mal sehen, was ihr davon haltet. Mal sehen, ob ihr es feiert. Ich weiß es nicht. Normalerweise sollte man meinen, dass lange Runden eher gefeiert werden als kurze. Aber das kann man ja nie so genau wissen. So, die ballern wir hier hin. Schauen, was drin ist. Und dann war es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Da haben wir auch wieder was Seltenes. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ah, bis dann. Wieso ist das ein scheiß Anzug? Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.